Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen, sagen wir mal, extra Part noch von Digimon Test. Ja, wie man hier sieht, ich stehe eigentlich dem stärksten Digimon im Spiel gegenüber. Es hat binnen des ersten Schlages Zaza ausgeschaltet. Mit dem zweiten Schlag hat er dann Jonas ausgeschaltet. Und ich habe den gesamten Kampf bis jetzt mit Murphy bestritten. Es kann sein, dass ich diesen Kampf vorspulen werde. Ich werde nicht vielleicht nicht in Ingame vorspulen, denn passt auf, aus was dieser ganze Kampf besteht. Vielleicht erstmal ins Bild ticken, so. Vorspulen und los geht's. Ja. Ich habe die ganze Zeit die Vorspultaste gedrückt, weil dieser Kampf ewig langweilig ist. Ich habe, die ganze Zeit nichts anderes gemacht als Lightning Blade und Murphy schon zweimal komplett mit diesem Elixier-Gedings geheilt, damit seine MP und HP nicht auf Null gehen. Und ja, wir ziehen uns beide eigentlich so gut wie gar nichts ab. Und ja. Also ich mache jetzt hier gerade einen One-versus-One-Kampf, so gesehen, allein mit Murphy. Genehmige mir einfach mal wieder ein Lightning Blade. Ja, spannender Kampf, wirklich. Wow. Ja, ich hab mir gedacht, hey, wenn du schon so extrem durchgerusht bist, warum genehmigst du dir nicht einfach mal das stärkste Digimon im ganzen Spiel? Und bevor irgendwas passiert, nutze ich das Soma S. Das ist dieses. Jetzt habe ich genau das. Ja, das macht einfach alles wieder auf voll. Ja, und ich habe die ganze Zeit nur dieselben Angriffe gesehen. Lightning Blade. Greif es an, mach es fertig. Ah, der Kampf dauert schon so lange. Ah, ich weiß gar nicht, wie lange. Ah. Ich habe erstmal geguckt, wo man ihn findet. Genau da, wo man auch Konomon DM gefunden hat. Puh, wenn ich den Kampf ganz aufgenommen hätte, wären wir alle eingeschlafen und er ist besiegt. Danke. Gungnir haben wir erhalten. Gungnir. Klingt auf jeden Fall legendär. Ja, ich habe gewonnen. Gut, also er wollte uns eigentlich nur testen, ob wir stark genug sind. Nun, es ist wie ich dachte, du bist ein würdiger Thema. Ich bin wirklich sehr froh, dir zu joinen. Oh, wow, wirklich, cool. Nun denn, ich werde mich in Daten zurückverwandeln und mich dir anschließen. Ja, ich habe Chronomons Data. Ja, ich kann ihn in der Farm. Das machen wir jetzt noch gemeinsam. Das machen wir jetzt noch gemeinsam. Es heißt, das stärkste Digimon im Spiel. Einfach mal konvertieren und ins Team nehmen. Ich werde dafür jetzt einfach mal Jonas dann in die Ersatzbank stecken, so gesehen. Hätte ich vorher machen sollen. Halt, stopp, ich will hier raus. Ja, lass mich eben Jonas in die Ersatzbank stecken. Menü. Digimon. Jonas? Oh, Entschuldigung. Nein, halt, stopp. Jetzt muss ich kurz überlegen, welche Taste war das? Du? Nee. Du? Du? Was ist X? Control Config. X ist. Okay. Da wäre ich nie drauf gekommen. Ach, da unten. Gut. Du gehst dahin. Ich will dich da reintun. Warum geht das nicht? Los! Dann geh erstmal dahin. Fail. Da fuck. Was habe ich hier gedrückt? Ah, ich will hier raus. Ah! Ah! Lass mich raus! Ah! Noch weiter raus! Ah! Lass mich da rein. Ah! Digi-Converting. Kein geringeren als Konomon Holy Mode. Natürlich. Ja, dann zeig dich mal. Level 68, Holy Mega. Und tada! Chronomon Holy Mode ist geboren worden. Sieht ja eigentlich ganz nett aus. Cool. Puh, wie nenne ich dich?
Ich will jetzt noch einen Namen geben. Löschen wir erstmal alles. Wie nenne ich dich? Ich habe eine Idee. Ich nenne dich. So. Okay. Ja. Das wollte ich noch getan haben. Ja. Tschüssi. Tschüssi, Kowski. Adis. Digimon Liste. Kann ich dich jetzt auch noch in die Party nehmen? Du? Change Localization, put in Party? Ja. Cool, geht. Ja, okay, dann geht das so. Ja, ich möchte die Farm verlassen. Und jetzt eben nochmal ins Menü. Da waren wir ja vorhin nicht. Ich weiß mittlerweile, welche Taste meine X-Taste. Digimon. Diese Taste. Jonas, du tauschst dich mit ihm. Du gehst jetzt dahin. Coole Sache. Gucken wir uns eben noch die Stats von dir an. Holy Mega Energetic. Growing too late. Ist mir eigentlich ziemlich egal. Du bist schon auf Mega. Was ist das denn für Stats? Attacke 300 per gequetschte, Defense 200 per gequetschte, Spirit 300 per gequetschte, Speed. Gehen wir mal raus. Können wir so machen, mal kurz vergleichen, wie der so zu den anderen steht. Also über Sasa und unter Murphy in. Nur Spirit steht er noch über und schau sich ja dann diese Defense an. Ja, und natürlich Jonas, das letzte. Dann gehen wir jetzt nochmal mit Passi schön kämpfen. Was genehmigen wir uns? Ich glaube, wir genehmigen uns nochmal. Kann man nochmal in der Arena kämpfen? Ich möchte nochmal mit einem neuen Team, mit Passi im Team, in die Arena gehen. Können wir nochmal in die Arena? Darf der Tamer King in der Arena kämpfen? Leomon, dürfen wir kämpfen? Ah. Ja. Nein, ich möchte die Regeln nicht kennenlernen. Ich wollte. Hilfe! Verklickt! Komm, Leomon! Ja, ich bin aber kein Platinum-Thema. Egal. Nein, ich brauche die Regel nicht. Ja, ich möchte. Yes, I will fight. Ich drück noch einmal die falsche Taste und ich cutte das. Ich bin viel zu ungeduldig. Nein, ich kenne sie. Ja, ich möchte kämpfen. Ja, ich bin mit diesem Digimon zufrieden. Nun gut, dann geh. Mal gucken, ob irgendwas Interessantes kommt. Ja, der Freikampf beginnt gegen... Och, dieselben. Das ist ja langweilig. Egal, mal gucken, wie schnell wir ihn heute fertig machen. Ich werde nicht verlieren. Ich werde ebenfalls nicht verlieren. Ja, dann. Kampf! Runde 1! Ding, ding! Na, dann habe ich trotzdem versprochen. Agumon. Metall Greymon. Greymon. Okay. Diese Taste was? Gut, ja. Ich mach mit dem am besten alles auf einmal. Ich möchte Passi in Action sehen. Okay, Party! Go! Was kannst du eigentlich? Kannst du überhaupt was? Ein Strange Punch. Lizard Cards. Throw Holy Cards to attack to summons. Könnte paralysieren. Ja, hab ich mitgekriegt. Illuminator. Angreift 3 Zonen an. Mit einem Angriff aus Licht. Stun-Wahrscheinlichkeit 10. Angrifftyp Licht. Tetherforce. Range. Alles. Aber Moment, die haben 2, 3, alles. Burn Enemy, verbrennt Gegner in 5 Zonen mit einem gigantischen Energieball. Autsch. Okay, dann zeig mal Tetherforce. Zeig's mal. Oh, warum ist die Maus da drin? Bum, 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 bum. Ja. Genau. Ja, genau, damit habe ich gerechnet. Ja. Gut, dann hauen wir jetzt eben nochmal mit Passi hier alles durch. Mit dem könnte man sogar alleine alles durchpassen. passing by, ne? Ach Gott.
Ja, komm, kannten wir alle schon. Flamedramon, komisches Insekten-Digimon mit 1000 Armen und dieser Bagger-Dingens da, ne? Ja. Ja, komm. Ein bisschen schneller. Ein bisschen schneller. Ja, gut. Murphy, möchtest du aussetzen? Na komm, Strange Punch auf den in der Mitte. Mal sehen, ob er überlebt. Hui, natürlich nicht. Und nun, voll hier Overkiller. Terraforce. Yay! Dieser Angriff ist irre! Yay! Yay! Um Himmels Willen. Okay, der Kampf hat sich wirklich sehr gezogen und mit Digimon mit den falschen Stats wäre der Kampf wirklich schwer geworden, aber mit Murphy alleine das stärkste Digimon im Spiel besiegt. Robert! Ja, hallo Robert, da bist du wieder! Zeig mir dein Gallantmon! Ja, komm, wir können, ja, komm, Runde 3, Ding, Ding. K.O. in der ersten Runde. Also. Ja, komm, Diaboromon. Galantmon. Diaboromon. Ach ja, und Passy ist der einzige, der keine Ausrüstung trägt, ne? Mach Galantmon platt. Vielleicht überlebt das. Ja! Yay! Passy! Mach sie alle fertig! Mit Terraforce! Und down. Nein, einer ist ausgewichen. Oh mein Gott. Zaza darf auch nochmal in Action treten. Wir können ja mal versuchen, diesen Angriff zu machen. Haben wir noch nicht eingesetzt? Oder haben wir doch schon mal eingesetzt? Ja, er ist eingeschlafen. Supi. Kann ich von dir einen Angriff ins Leere gehen lassen? Nee, geht nicht. Schade. Natürlich ist er jetzt wieder aufgewacht. Das war jetzt ein bisschen doof. Aber wir haben jetzt auch diesen Angriff mal gesehen. Und nun schmeißt du mit deinen Karten um dich. Los, schmeiß ihn mit einer Karte tot. Gut, also den Angriff kannte ich sogar noch nicht. Und er braucht 10.303 Erfahrungspunkte bis zum nächsten Level. Wow. Okay. Ja, ihr habt beide gewonnen. Ja, ich habe alle drei wieder besiegt. Yay, gut, ja, yeah, super, wow. Ja, du bist stark. Ja, du bist auch der Tamer King, ne? Congratulations, Bibka, kannst jederzeit wiederkommen. Was mich jetzt noch interessiert. Klick. Klick. Müsste aber leer sein. Absolut leer. Gut, das wollte ich noch wissen. Jo, aus Spaß könnte ich jetzt noch alle Dinge mal wieder zurück auf ihr Kleinstes machen. Wir können es euch eben nochmal angucken. Die Digitationsroute eines Plesiomon. Ja. Barmon, Geckomon, Otamamon hätte noch zu Raremon werden können. Und das war's. Mit Otamamon ping auch bei Plesiomon alles an. Alles gut. Schauen wir eben nochmal bei Murphy rein, der beim Leveln so böse war, vor allem auch wegen seinem Growing Tube. Late. Ja, die Digitationsroute von einem Andromon ist ein Andromon, ein Gardomon, der auch zu einem Kenkimon hätte werden können, ein Hagurumon und ganz klein das Kapurimon, das wohl zu Pontressmon Black, dann zu Hookmon. Und dann zu Meteormon, oder aber zu Platin-Sukamon und dann zu Metal-Manimal und dann zu Prince-Nomimon oder so werden können, tuten. Oder aber es hätte zu Kotemon werden können, hätte ein Dino-Humon werden können, ein Kyokimon. Kyokimon sieht auch cool aus und dann hätten wir einen Guardian-Angemon. Ja, oder aber es hätte einfach nur Dark-Lizardmon werden können. Okay. Fing alles mit dem Hagurumon an, nicht mit dem kleinsten. Ja, und eben nochmal kurz bei Jonas reinsehen, da dürfte aber nicht sehr viel anders sein. Einfach nochmal kurz so zum Resümee. Lavaleomon, Rapidmon hätte natürlich zu Mega Gagumon werden können, aber dieses Digimon ist sowas von nicht mein Typ. Dann hatten wir noch Gagumon, Teriamon und das war's. Ah ne, hier, halt, stopp! Natürlich Black Rapidmon und Prairiemon. Ja, dafür bräuchten wir
Aber das, wir haben doch das Kindness Digi Egg, oder? Nee, das hatte ich nicht. Ja, und dann natürlich Black Metal Gargumon. Hatte ich das auf Kindness nicht? Könnte man die irgendwo nachgucken? Könnte ich die irgendwo nachgucken? Items? Hier? Miracle.de haben wir doch. Oh ne, wir brauchen Kindness. Doch, hier haben wir. Hätte ich sogar machen können. Ja, wir haben sage und schreibe. Zwei der Digi-Eier. Ist mir eigentlich auch ziemlich egal. Ganz im Ernst. Bin froh, dass ich dieses Projekt durch habe. Hab das stärkste Digimon im Team jetzt. Ich gebe jetzt mit Passi an, so. Ich gehe da jetzt lang und sage, hey, guck mal, ich habe ein Passi dabei. Gibt's irgendwelche neuen Gebiete? Irgendwie. Geh mal da drauf. Ich stell da noch mal hin. Da gehe ich jetzt noch mal hin. Das sehe ich nicht ein. Mach mir. Na bitte, gleich gefunden. Muss nur euch nur beschweren. Noch nicht gesehen in diesem Let's Play. Das Reptildramon, mein Lieblings-Digimon. Du, Vieh, nimm deinen Schwanz aus dem Sicht eines meiner Lieblings-Digimon. Du bist. Nee, das sehe ich jetzt nicht ein. Nimm deinen Schwanz aus dem Gesicht meines zweitliebsten Digimons. Danke. Mann. Ja, es ist auf dem Champion-Level. Ich mache es nicht kaputt, ich will es mir jetzt angucken. Ja, Repeat-Bot! Yay! Ah, ich mag es. Ja, was gibt's über den zu sagen? Soweit ich weiß, ist der im japanischen Raptor-Dramon und ey, komm wieder ins Bild. Und Murphy hat jetzt die große Ehre, Reptildramon zu töten. Tja, jetzt wisst ihr vielleicht, was ich jetzt mache. Ich werde da jetzt noch so lange hin und her laufen, bis ich Reptildramon konvertieren kann. Ich sage an der Stelle danke fürs Anschauen. Das war der Extra-Part von Demon World DS. Hoffe, es hat euch gefallen. Ich speichere an der Stelle eben mal. Sieht bestimmt ein bisschen komisch aus. Egal. Danke. Wir sehen uns in den nächsten Projekten. Ciao.